Hallo und herzlich willkommen wieder bei Let's Play Evolent 2. Es sieht gerade recht gut aus mit dem Match. Also, um zu sagen, wir haben eigentlich schon gewonnen. Ja, so eigentlich. Ja, ich brauche nichts mehr spielen. Ich mache schon 4 Schaden. Also haben wir endlich mal wieder ein Kartenspiel gewonnen. Du könntest trotzdem noch ein Kartenspiel. Alles, was geht, jetzt raushauen. Warum nicht? Einfach mal so. Liegt das Brett voll spielen. Also, vielleicht bekommen wir endlich mal wieder eine tolle Karte. Weil das Auge, das wir letztes Mal bekommen haben, das war auch ganz gut. Das hat uns jetzt echt mal geholfen. So, Knapp. Hier, ihr verdient diese Karte. Welche bekommen wir? Wir bekommen einen Wikinger. Der war recht gut. Der war 3-2 und wie der Bär, dass er eine Axt hat. Das war ganz cool. Jetzt haben wir schon 9 von 61 Karten. Also wow, so viel. Noch einer ein Match machen? Nee, gerade nicht. Okay. Wir verehren die große Schildkröte. Sie ist riesig und trägt die ganze Welt auf ihrem Rücken. Mit ihrem blau-grauen Panzer und den orangen leuchtenden Augen finden sie euch, wo immer ihr sein mögt. Weiß ich nicht. Irgendwie an die Ikea-Werbung erinnert. Was sind das, Wikinger? Weiß ich nicht. Mein Sohn hat erst kürzlich sein Training abgeschlossen. Wird langsam Zeit, dass er diesen Höhlentrollen eine Abreibung verschafft. Verdammt, schließlich ist er schon 6 Jahre alt. Er wird beim Training wohl nachsitzen müssen, wenn er ein großer Kriegen werden und unendliche Leben erlangen will. Ja. Ha? Das finde ich lustig. Warum? Mit 6 Jahren. Ja. Oh. Ihr wollt ihn durch den Tunnel gehen, dann braucht ihr eine Genehmigung vom leitenden Ingenieur. Er sollte um diese Zeit nach Hause kommen. Ja, war er schon. Das war? Der vorne rechts in dem Haus. In dem Haus? Nein. Ja, das Haus vorne rechts. Im Dorf. Okay. Das da. Da war ich schon drin? Ja. Gut. Dann gucken wir da mal. Der da. Naja. Ja, normalerweise können nur Wikinger ihn betreten, aber wenn ihr der großen Schildkröte ebenfalls euren Heldenmut beweisen möchtet, werdet ihr euch nicht davon abhalten. Fragezeichen. Mein Segen habt ihr. Zieht los und bezwingt Trolle. Dann könnt ihr euch vielleicht rechtzeitig für unser jährliches Turnier anmelden. Ja, das war cool. Wir wollen schließlich das Artefakt gewinnen. Mhm. Das hört sich gut an. Das hört sich nach einem Plan an. Also, auf. Oh, und auf einmal weiß er, dass wir hier lang wollen. Ja. Speichern wir hier nochmal und besiegen Blobs. Böse Blobs. Aber wir haben ein tolles Schwert. Und ein Level Up. Das nehmen wir garantiert mit. Und 36 Angriff haben wir mittlerweile schon. Welches Level sind wir schon? Was war das? 21? Das ist cool. Bumm, bumm, bumm. Und die können wir hier kaputt haben. Sehr cool. Also, schreibt. Hatten wir die? Die hätten wir irgendwann schon mal begegnet, genau. Bom, bom. Das ist nervig. Ja, ich muss die auch nicht alle besiegen. Ich will nur mal hier so um die paar hier kümmern. Genau, und dann ist gut. In den nächsten renne ich vorbei. Rechts, okay. Wird es hier ein Labyrinth oder habe ich nur ab und zu mal Abzweigung? Was? Will ich doch erstmal links gehen? Nein, du willst damit reden. Was ist das? Eine Schlange. Ich kenn das nicht mal. Das Skadi, alles, was uns umgibt, wird bald verschwinden. Dann werde ich einmal mehr in den Fluten versinken. Bis ich erneut erwache. Ihr die heilige Macht des Eises sucht. Wie ich sehe, seid ihr hellwach. Bringt ihr mir aber, worum ich gebeten habe? Du hast um Zucker gebeten. Das ist es nicht. Hätte ja sein können. Warum hat sie gebeten? Vielleicht weiß ich nicht. Naja, wir suchen mal irgendwas anderes und vielleicht finden wir irgendwas, was sie haben möchte. Aber sie hat nicht gebeten. Ja, das wundert mich auch. Deswegen suchen wir einfach mal weiter erstmal. Aber immerhin, wenn ich schräg zu denen stehe, dann. Oh Gott, die. Machen extrem viel Schaden, ja. Vielleicht müssen wir Hades einsetzen oder so. Irgendwie werde ich auf jeden Fall einsetzen. Vorsichtig, vorsichtig. Da kommt auch so ein Blockkämpfer. Nicht heute. Es wird reichen. Ich werde das aber nochmal machen.
Weil da traue ich mich gerade nicht ran mit meinen 17 rein, Herzchen. Glaube ich, wenn du auf eins hochlädst. Ja, eins treffe ich nicht. Eins treffe ich nicht. Zwei ist größer. Na gut. Das lade ich lieber jetzt gerade nochmal auf und dann ist es vorbei. Auch nicht getroffen? Nein. Komm ich daran? Auch nicht. Haha! Yay! So stark bist du. Nur ein Treffer. Ohne Vorarbeit und so. So, ein paar Herzchen, sehr schön. Was kommt hier? Auf jeden Fall ein Durchgang. Okay. Gut. Ich frage mich, ob er in der Troll kommt. Ja, auf den warte ich auch schon. Oh, okay. Noria Höhlen. Gut. Oh, wir sind wieder in einer Jump'n'Run Passage. So, ich habe von diesem Ort gehört. Wenn ich mich nicht irre, dies sind die Noria-Höhlen. Die Noria-Höhlen, das habe ich auf der Map gelesen. Genau. Ja. Ja, die Noria-Höhlen. Habt ihr das gehört, Dora? Die Noria-Höhlen. Was sind die Noria-Höhlen? Weiß ich nicht. Waren wir schon mal in den Noria-Minen? Nein. Halt, wartet. Was sind die Noria-Höhlen nochmal? Sie sind uralte Bergwerke. Früher gab es hier ein Ferienlager für Nudisten, das vom Zauberpilzvolk aus dem Schwammland ins Leben gerufen wurde. Keine Ahnung. Die niedrigen Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit bieten tatsächlich optimale Lebensbedingungen für Pilzwesen. Ja. Doch ihre Grabungen waren zu gierig und zu tief. Sie weckten auf, was niemals gestört werden sollte. Den großen, fiesen Troll. Bam, bam, bam. Mit seinen Lakaien fiel er in die Höhlen ein. Und ich will nicht erwähnen, was aus dem Zauberpilzvolk wurde. Seither hat es sich außer ein paar tollkühnen Entdeckern kaum eine Seele in dieser Höhlen vorgewagt. Ich hätte es gern vermieden, diesen Weg einzuschlagen. Seid alle auf der Hut. Nun gut. Ihr werdet doch nicht zulassen, dass sie mich erwischen, Brötsch. Na. Ich habe keine Angst. Eine Höhle voller Trolle. An solchen Orten hänge ich am liebsten ab. Sehr cool. Genau. Ich auch. Das ist alles. Bob. Hoi, hoi. Da sind rote Blobs. Rote Blobs sind Springmeister. Hier ist nichts. Hoi. Dann wieder runter. Bob. Ah, ich kann doch schießen. Hat sich aufgeteilt. Na? Aber Noria, das kommt mir bekannt vor. Mir nicht. Sicher, dass wir nicht schon mal einen Noria-Minen oder so drin haben? Vielleicht gab es in Evil 1 irgendwas mit Noria? Keine Ahnung. Das kann sein, ja! Hießen die Noria-Höhlen? Ja, ich glaube, die hießen Noria-Minen. Oh. Na denn? Mal später nach. Genau, schön von weiter weg. Tudulas! Weg damit! Die springen immer so mies. Boah. Autsch. Nein, die auch mal auf, ey. Das ist nichts. Okay, ich habe auch nicht keinen Weg verpasst bisher, ne? Ich bin irgendwo runtergesprungen. Na gut. Oh, die kannst du nicht Stacheln fallen lassen. Das hab ich vor. Hüpf. Oder so. Hüpf. Was ist denn das? Das ist ein Troll. Stimmt, das ist ein Troll. Ein Steinwerfer. Oh, was? Boah, was war das? Ich bin da eben gerade durchgefallen. Ich kann da durchfallen, indem ich nach unten drücke. Aber ich meine, das habe ich gerade nicht gemacht. Kann ich mal springen auch? Keine Ahnung, wie bin ich da gerade durchgefallen? Kannst du ja da ja mal ausprobieren. Erstmal haben wir eine Cutscene. Okay. Die kommen wir da rüber. Die Brücke scheint zerstört worden zu sein. Ich glaube, wir können drunter durch. Seht dieses hübsche Wesen an. Igitt, die Trolle haben mich gefunden. Man bestimmt der Hades. Seid auf der Hut, sie verstecken sich und sind extrem schnell. Ach, sie ist so hübsch mit ihrer rauen Haut und lieblichen Tänen. Ich weiß genau, dass sie dem Häuptling gefallen wird. Raue Haut? Keine Ahnung. Mensch, ich blähe euch an, lasst nicht zu, dass sie mich leben kriegen. Was ich ganz besonders an ihr mag, sind die großen Muskeln, diese herrlichen Kurven. Ich hab gesagt, sie meinen Hades. Ich wusste doch, dass ich die vielen Stunden im Fitnessstudio bezahlt machen würden. Los, greifen wir sie uns. Vorsicht, Fräulein Daria.
Da sind sie. Guck. Was gesagt? Was? Hey, komm zurück. Was ist jetzt doch? Ich bin die hübsche Kreatur. Ich wollte sagen, los, Brett, helfen wir Hades. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was dieser große, fiese Troll ihm antun wird. Hey. Also, rüber. Ah. Oh. Gut, dass ich hier runtergesprungen bin. Weil so ein Ding haben wir schon mal als Karte gesehen, oder? Das Ding da? Weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht. Stern. Ein Oricon-Erz. Jetzt brauchen wir aber erstmal eine Menge davon. Halt. Ja, wir haben ja alles ausgegeben. Ja, genau. Gehen wir nochmal hier hoch, oder nicht? Will ich auch gar nicht hoch. Da will ich gar nicht hin. Die haben eine Maske auf, die kannst du von vorne nicht tragen. Sehr gut. Den gar nichts getan. Sicher? Hatsch. Na, ich tu den was, aber vorher nicht. Oh, was? Hey. Hat er so viel Schaden gemacht? Anscheinend. Wie viel hatte ich denn? Hatte ich nicht nur 28 oder sowas? Ja, anscheinend machen wir viel Schaden. Hatsch. Willst du die Erfahrung nicht haben? Ich will erstmal hier den besiegen. Aber ich kann mir die noch holen, das stimmt. Ich kann auch hier hochspringen. Erstmal kommt der weg, so. Ging. Hey. Yay, noch ein Level ab. Stufe 22. Ja, den kriege ich auch. Gut. Schön. Schön, dass ich so ein gutes Schwert habe. Und das ist... Ja, hier ja, kann ich nicht lang. Das ist Rückweg. Alles klar. Brauche ich netterweise Hases für, dass ich da nicht aus Versehen lang gehen kann. Wartet. Ihr geht nach oben? Ich auch. Cool. Was? Warum? Hörstuhlmusik. Warum geht er mit mir nach oben? Schönen Tag noch. Ja, okay. Das ist so random. Ja, schön, dass da so viel Witz drin ist. Das wolltest du. Ich wollte ausprobieren. Das geht. Ich hatte hier einen Speicherpunkt. Okay, hoch. Na komm, die kriege ich. Ich stelle mich auch nachher ganz bestimmt. So. Gut. Dann nehmen wir den Fahrstuhl auch noch. Blöder roter Schleim. Hm, der sieht doof aus. Ah, ne. Nicht mal. Weg. Puh. Was haben wir hier? Nur ein Rückweg, gut. Den anderen Weg wäre das gewesen. Ja. Den habe ich fast nicht gesehen. Da ist noch einer. Hier sieht man so ganz flach auf dem Boden. Hier will ich runter, glaube ich. Ja. Okay. Dann runter. XP. Und gut, hier will ich oben lang. Hüpf. Hüpf. Ich muss das so machen. Komm ich nicht auch. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. So geht's auch. Geh du einfach mal da hoch. Doof. Weg. Na gut, müssen wir ein bisschen warten. Piu. Warum nicht? Oh. Oh, die armen Spinnen, die haben dir doch noch nichts getan. Aber noch nicht. Du sagst es. Ja. Au, dieser Stein, da hört er mal auf.
Ach, die rollen echt bis hierhin. Ich dachte, das wäre nur... Ah! Tot. Na gut. Na gut, dann versuchen wir das weiter beim nächsten Mal. Dann schaffen wir dieses Trollgebiet. Du könntest da vielleicht auch Saria ein. Ich könnte mal hier runtergehen. Ja, oder so. Ich will nur mal kurz gucken, was hier ist. Das ist bestimmt ein Secret. Ja, das ist ein Secret. Na gut, dann finden wir nächstes Mal raus, okay, ob das denn ein Secret ist oder nicht. Naja, mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Look.